Wir machen heute eine First Impression. Ich bin selber sehr, sehr gespannt darauf. Ich freue mich sehr, dass ich die Produkte habe. Wenn dich interessiert, was das hier ist, dann bleib jetzt dran. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn du magst, diesen Kanal auch gerne abonnieren, damit du keins meiner kommenden Videos mehr verpasst. Und ich würde mal sagen, wir starten, weil ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. World, welcome back and so on. Ja, es ist soweit. Die First Impression, auf die ich so gewartet habe, die kann ich jetzt und heute endlich aufnehmen. Das Paket kam vor einigen Tagen. Den Karton hatte ich euch zwischendurch mal in anderen Videos kurz gezeigt. Die kommen aber, glaube ich, jetzt sogar nach diesem Video, weil ich bin so froh, dass ich die Zeit finde. Der Inhalt, der sich in diesem Karton befand, befindet sich jetzt hier in dieser Box. Das sieht nicht unwahrscheinlich viel aus, aber es ist doch mehr, als ich erwartet hatte, letztendlich zu bekommen. Und zwar handelt es sich hierbei um die neue Linie von Trend It Up. Und zwar um die 183 Days by Trend It Up Linie. Ich zeige euch mal ganz kurz die Produkte, die ich gekauft habe. Das hier ist ein Fix and Glow Finish Spray in Hasenoptik. Okay. Ich habe mir zweimal diese Airbrush-Sachen gekauft. Und zwar einmal das Airshine als Highlighter. Und das eher Blush, als Blush, klar. Dann gab es aus der Linie irgendwie drei neue verschiedene Puder. Ich habe mich schwer entschieden für den Loose Powder Shaker in Porzellan. Zwei Foundations, von denen ich gar nicht nochmal so richtig weiß, ob das Foundations sind. Und zwar diese Dab-On Sticks. Einmal in der Farbe 20 und einmal in der Farbe 30. Die hören sich sehr komisch an. Ich bin mal gespannt, wie die funktionieren. Dann habe ich mir Mascara gekauft. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier habe. Also eine hatte ich doppelt gekauft für meine Mama mal zum Probieren. Und zwar habe ich einmal die Mascara in der Tube Volume. Ich liebe diese Verpackung. Und Mascara in der Tube Slim. Einmal Mascara in der Tube Mermaid. Ein Eyeliner. Und ein Lippenstift. So. Und das werden wir jetzt alles zusammen ausprobieren. Ach so, und ich hatte mir jetzt endlich auch nochmal von der Essence Foundation, von der Insta Perfect, die Farbe 30 nachbestellt. Das Video verlinke ich euch hier oben nochmal. Da hatte ich auch eine First Impression gemacht, aber die 10 ist selbst für mich viel, viel zu hell. Und ich glaube, selbst die 30 muss ich noch nicht mal mit der 10 mischen. Ich werde es sehen. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit den Produkten hier. Ich habe mein Gesicht gereinigt, gepeelt und gepflegt und holt euch jetzt ein Stück ran und wir starten. Es ist schön, rechtzeitig zu meiner First Impression haben auch die Pickel Einzug gehalten. Das ist super. Die waren auch wieder sehr, sehr pünktlich. Ich werde jetzt keinen... Da fällt mir ein, was ich nicht habe, ist ein Concealer, aber ich glaube, der war auch nicht im Programm. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Na, wir werden sehen, ob wir auch so klar kommen. Meine Hautpflege ist sehr cremig, die habe ich bewusst jetzt aber gewählt, weil ich glaube, das ist eine Liquid-to-Powder Foundation und da sollte die Haut vielleicht nicht so trocken sein. Ich gehe jetzt noch mit meinem Balea Gesichtswasser drüber, mit meinem Wasserspray, um das ein bisschen zu verdünnen. So. Und jetzt gucken wir uns erstmal kurz, solange wie das hier einzieht, die Farben von dem Foundation Stick an. Ist das Spray auch viel drunter? Es gab auch ein Primer Spray. Moment. Fixiert das Make-up. Ja, ist also kein Finish Spray. Okay. Gut. Kein Prep Spray. So. Okay. Ich konnte über die Internetseite nicht sehen, wie immer, welche Farben jetzt richtig sind. Ich hatte nur wieder das Gefühl, dass die 10 definitiv zu hell ist. Das schraubt man so. Oh. Ah, ich dachte, das kommt hier raus, aber das Produkt ist da drin. Okay. Finde ich das jetzt gut? Das ist die 30. Die ist... Ah ja. Oh, da habe ich wohl die richtige Entscheidung getroffen.
Oben ist die 30, ne? Die ist rosé und die 20 ist gelblich. Gut. Wie verfährt man jetzt damit? Die mattierende Cream-to-Powder-Formel mit Extrakten aus grünem Tee, bla bla bla, so Fokuseffekt, lässt sich dank der einfachen Anwendung ebenmäßig auftragen. Mühelos lassen sich mehrere Farben miteinander kombinieren. Okay. Ja. Ich mach's wie immer. Ich nehme jetzt hier den Pinsel. Wie viel Produkt soll denn da drin sein? 6 Gramm, ey. Was soll man denn mit 6 Gramm? Vor allem. So, jetzt ist es leer. Ah, jetzt gibt man das hier wieder rein. Und dann. Okay. Die 20 lasse ich jetzt mal. Die nehme ich jetzt mal nicht. Ich brauche einen Pinsel. Gut vorbereitet, die Frau. So. Ja. Das Produkt selber ist sehr cremig. Okay. Deckt ganz gut, sieht natürlich aus. Erstmal. Ja, liegt auch gut in der Haut. Kann man jetzt nicht anders sagen. Ja, Farbe ist auch gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann lasse ich den gelben mal weg und ich nehme jetzt mal die andere Seite, auch diese Farbe. Und verblende die jetzt hier mal. Die Applikation finde ich gar nicht so furchtbar. Bin mal gespannt, wie lange so ein Ding hält. Kann ja nicht ewig sein, ne? Aber gut. Ob es mit Schwamm überhaupt geht, bei Cream to Powder? Doch. Okay. Ja, okay. Die Deckkraft mit dem Schwamm deutlich leichter, viel leichter. Aber nicht schlecht. Also ich würde jetzt nochmal mit dem Pinsel nach, um die Deckkraft hier etwas zu erhöhen. Und wird das dann einfach mit dem Sponge, ja, das ist besser, nur ordentlich einblenden. Ah, hier muss ich trotzdem Spot Concealing machen, das wird so nichts. Okay. Blenden wir das mal ordentlich. Ja, also man kann sie auch aufbauen, ne? So, weil die Stelle ist jetzt einfach zu rot da unten. Ob die Foundation jetzt gut ist, ja, oder einfach nur ein lustiges Gimmick, kann ich natürlich jetzt nicht anders beurteilen. Ich kann nur sagen, dass das so jetzt auf der Haut sehr, sehr schön aussieht und ich kann mir das als, je nachdem wie lange das dann hält da drin, das werden wir sehen, als Travel-Produkt sehr, sehr gut vorstellen. Sagen wir es mal so. Da denke ich, kann man gut mit arbeiten. So. So. Okay. Ich werde jetzt einfach mal die Farbe hier nehmen. Also Cream to Powder kann ich noch nicht feststellen. Sie ist auch nicht transferresistent. Ich bin gerade frisch die Haare gefärbt, sieht man, ne? Gut aus wieder. So, nehmen wir die andere. Und die etwas gelblicheren, die auch etwas dunkler ist offensichtlich, den nehme ich jetzt mal als Concealer.
weil es dafür nicht gedacht ist, muss man aber dazu sagen, ne? Es ist eine Foundation, kein Concealer. Ich trage es jetzt trotzdem mal überall auf. Weil auch mit einem Cream-Powder dann nicht unbedingt so gut geeignet sein muss für unter den Augen. Das, was ich jetzt hier feststelle, ist aber einfach, dass es einfach nur glänzt. Also, Cream-to-Powder wäre für mich jetzt was anderes. Das ist sehr, 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 sehr dewy. Sieht nicht so aus, als ob es sich in die Linie setzen würde. Das finde ich schon mal gut. Aber es sieht extrem dewy aus, ganz ehrlich. Also, ja, kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich ehrlich sein soll. Gut, egal. Ich sette jetzt zuerst meinen Concealer und dann ist wieder das, wo ich mich immer frage, warum. Also es ist ein Shaker. Davon habe ich den Dings aber schon mal abgezogen und ich mache das jetzt hier in so einem Porzellanschälchen. So. Best leicht rosé. Ich nicht weiß, wie ich das sonst machen soll. Ich setze mir jetzt erstmal die Augenpartie, bevor wir zu einem nächsten Produkt kommen. Der Puder ist super matt, das seht ihr jetzt. Das finde ich gar nicht schlecht. Lässt die Foundation aber leicht dunkler erscheinen. Aber er mattiert sofort. Und er fühlt sich sehr, sehr gut an. Das muss man sagen. Er fühlt sich wirklich ganz sanft an. Und dabei trotzdem wie Haut. Das ist ein schönes Gefühl. So. Ja. Kann man nicht anders sagen. Der Puder ist sehr, sehr schön. Wir kommen zu zwei Produkten, bei denen ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Es wird aufgesprüht. Hier steht, Profis sprühen etwas Farbe auf einen Puderpinsel und tragen den Blush zielgenau auf. Ist der jetzt feucht, wenn der da rauskommt oder nicht? Aber wenn das feucht ist, müsste ich ja mein Gesicht erst setten, ne? Gute Frage. Ich probiere es einmal so und einmal so. Ich habe jetzt hier das Blush. So, auf einem Puderpinsel und tragen es hier genau auf. Okay. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay, es ist nass. Wo ist der Blush? Also. Moment. Drehen wir die Lichter.
Da. Jetzt läuft ein klein wenig rosa Farbe hier runter. Okay. Aber das ist ja nun, also, das ist ja verschwindend gering. Wie viel soll ich denn darauf pusten? Gut, also das ist schon mal nichts. Ganz ehrlich. Selbst bei meiner hellen Haut ist hier von Blush, es ist hier jetzt die Foundation nass. Was natürlich jetzt nicht so toll ist. Von Blush ist da nichts. Ja, hier im Licht vielleicht ist so ein leichter. Im Spiegel sehe ich davon gar nichts. Welche Farbnummer ist das? Ich glaube, es gibt zwei. Ich habe auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe den helleren davon. Dieses etwas Roségold. Davon sieht man gar nichts. Auch nicht auf meiner hellen Haut. Okay. Ich würde mal sagen, ich pudere mir jetzt einfach mein Gesicht. Mit meinem Pinsel. Noch ein bisschen was. Die Foundation, auch wenn das für mich jetzt wirklich nicht so richtig Cream to Powder ist, sondern muss ich sagen, sieht sehr schön aus, immer noch. Die Foundation sieht sehr, sehr schön aus. Kann man nicht anders sagen. Okay. Was ich auch nicht habe von der Marke, weil gehörte, glaube ich, nicht ins Sortiment oder war nicht zu bekommen, ist Bronzer. Da nehme ich den jetzt von mir, aber auch von Trended Up, damit wir einfach bei der Marke bleiben. Das ist kein richtiger Bronzer. Das ist ein etwas dunklerer Puder. Und zwar der Skin Supreme Compact Powder in der Farbnummer 60. So. Damit verpassen wir dem Gesicht jetzt mal ein bisschen Wärme. So. Ja, die Stelle kommt hier einfach durch, aber ich lasse das jetzt. So. Dann brauchen wir ja nun wohl offensichtlich Rouge, weil ja. Rouge viel. Ja, man könnte. Es ist ja Bronzer drüber, ich weiß es doch auch nicht, Mann. So. Hier. Ich nehme von Trended Up das Powder Blush in der Farbnummer 25. Das ist ein rosé-goldener Ton. Und. Gib mir jetzt ein bisschen Rouge auf. Ich sehe heute ein bisschen verloddert aus, ey. So. Okay. Kommen wir zum nächsten spannenden Teil. Highlighter. Let it work, bitte. Oh doch, da kommt was. Das sollte funktionieren. Ah, okay. Das mal auf den Schwamm. Das Problem ist natürlich, dass man sich voll die Finger mit besprüht und dass das jetzt eben nass ist, aber. Und der Highlighter funktioniert auch.
Also sieht man es hier auch ganz deutlich. Soll ich euch das denn zeigen? Da, hier. An meinem Arm. Das funktioniert. Ja, sieht man. Sehr schön. Kann man machen. Okay, der funktioniert. Es trocknet auch relativ schnell an. Frage ist, ob es jetzt für die Umwelt unbedingt nötig ist. Keine Ahnung. Aber die Idee ist witzig. Ich könnte mir das eher vorstellen, so für Body. Für ein Body-Kontur. Ich hole euch mal ein Stück ran. Ja. Steht ja auch da auf dem Pinsel, macht sich das besser. Nur dann ist es halt nass. Und dann hat man immer, wie gesagt, die Sorge, dass man seine Foundation ruiniert. Aber das funktioniert. So. Fixing Spray. Was soll es tun? Fix and Glow. Ein super Geruch. Super Geruch. Könnte, weiß ich nicht, könnte vanillig sein oder kann ich nicht einordnen. Riecht sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Okay, Fix and Glow. Hat aber keine irisierenden Pigmente. Also macht jetzt das Make-up nicht schimmerisch. Jetzt sieht man mal, wie schön matt die Stirn jetzt wird, wo es abgepudert ist. Meine First Impression ist immer ein bisschen chaotisch, sorry. So. Augenbrauen. Ich muss ein Augenbrauen zeichnen. Ich habe letztens, Mann, ich habe letztens meins hier aufgeräumt, habe mein Make-up in eine Kiste getan. Die Sachen, die ich jeden Tag benutze. In die Kiste komme ich gerade nicht so gut ran. Das ist auch sehr sinnvoll, ne? Das irgendwo hinzutun, wo man da nicht gut rankommt. Ich muss die Kiste einfach vorholen. Hier setze ich das Make-up so ein bisschen in die Poren. Betont so ein bisschen, da wo auch so ein paar Härchen sind. Aber jetzt nicht schlimm. Ist der Slim Kajal übrigens auch von Trended Up. So. Das haben wir. Sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Also, Make-up finde ich super. Das mit dem Erosieren, mit dem Sprühen, das ist jetzt nichts für mich. Das ist mir zu viel. Wie gesagt, für den Körper finde ich es witzig. Auf dem Pinsel ist es zu nass und mitten ins Gesicht wird es halt wie jetzt bei mir auch sehr viel. Trotzdem sieht es nicht schlecht aus. Keine Frage. Mhm. Die Schattenpalette habe ich auch nicht. Gab es auch, glaube ich, in dem Zusammenhang jetzt nicht neu von Trended Up. Vielleicht gab es einzelne Lidschatten, die ich jetzt nicht gekauft habe. Ich habe ja mehr als genug Lidschatten hier zu Hause. Wir interessieren uns immer eigentlich für was ganz anderes. Und zwar für diesen Eyeliner und für die Wimperntusche. Und darum werde ich jetzt mal ganz kurz nur mein Augenlid setten. Ich nehme dafür auch von Trended Up das Face Contouring Set. Einfach nur, damit das Ganze ein bisschen Form bekommt, quasi. So. Und dann gucken wir uns mal diesen Eyeliner an. Auf den bin ich nämlich super gespannt. Weil ihr wisst, es geht nichts über meinen L'Oreal Eyeliner. Da ist er. Die Form ist schon mal witzig. Ich frage mich, ob das jetzt so praktisch ist, damit zu zeichnen. Das ganze Ding hat eine Gummibürste. Da stehe ich schon mal nicht so drauf.
weil hart und nicht besonders flexibel. Das ist kein Gummi. Das ist eine Art Schaumstoff. Okay. Aber nicht halt nicht so weich wie der von L'Oreal. Okay. Das war schon mal nichts. Ihr wisst, ich bin die Queen des Eyeliner-Ziehens, definitiv. Damit, sorry. So, und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Auf der anderen Seite, also es hält sich unwahrscheinlich schlecht, wobei, ja, mit ein bisschen Übung, aber diese Spitze ist unter aller Kanone. Sie hält viel zu wenig Farbe. Dann fängt sie an zu kratzen. Ja, toll, auch das noch. Und zieht dir quasi... Ja, also du kannst damit keinen vernünftigen dünnen Eyeliner ziehen. Sorry. Das ist nichts. Das ist nun wirklich nichts. Also da gibt es andere Varianten. Sei es von, weiß ich nicht, Essence oder Catrice. Wo mich zerstört, dass die nicht wasserfest sind. Die aber definitiv funktionieren. Und zwar hier Essence super fein. Ja. Die funktionieren tausendmal besser. Ganz ehrlich. Jetzt muss ich das hier irgendwie korrigieren, weil. Oh, schön, drauf malen kann man auch nicht, weil dann kratzt sich die Farbe wieder runter. Design, schön, aber unpraktisch. Und ganz ehrlich, wie gesagt, also so kann man keinen feinen, vernünftigen Eyeliner ziehen, sorry. Sorry. Mann. So. Also das ist, wie gesagt, schon mal nichts. Das kann man sich... Ja, zumindest in der Art und Weise definitiv sparen. Was mache ich damit jetzt? Wegschmeißen? Oder? Okay, kommen wir zu anderen Sachen. Mascara in der Tube. Ihr wisst, ich liebe diese Verpackung. Wir fangen mal an mit der Mascara. Wir gucken erstmal. Das ist die Volume Mascara. Eine Kegelbürste aus Borsten, nicht aus Gummi. Sehr schön. Und Slim, weil eine Slim-Bürste. Okay, wir fangen mit der mal an. Ist sie wasserfest? Langhaftend. Wasserfest steht nicht drauf. Okay. Das ist jetzt die Slim. Ja, die Bürste könnte dünner sein. P2 hat ja diese Upper and Lower Lashline Mascara, die ich so liebe. Die es ja offensichtlich jetzt nicht mehr gibt. Mich würde mal interessieren, ob P2 jetzt komplett aus dem Sortiment fliegt. Das wäre eigentlich sehr, sehr schade. Okay, wenn man die Upper and Lower Lashline Mascara liebt, aufgrund der kleinen Bürste, ist einem das immer noch zu dick. Das kann ich schon mal sagen. So. Aber. Ist okay. Gut. Nehmen wir die andere Seite. Volume. Ob sie auch Volume macht. Ich streife das jetzt hier nochmal am Rand ab. Normalerweise wische ich das ja auch in einem Tuch ab, das wisst ihr. Wenn man meine Make-up Basics gesehen hat. Wer weiß das? Also die macht mehr Volume als die Volume. So. Okay. So, müsste man jetzt testen, wie lange die hält, ob sie oben hier abfärbt, wenn man sehr lange Wimpern hat. Kann ich jetzt weder ja noch nein sagen. Ich liebe das Design. Das wäre vielleicht der Grund, warum ich sie mir kaufe. Und weil man vielleicht auch eher das Produkt an die Bürste kriegt, ja, in so einer festen Flasche. Vom Ergebnis her, ich weiß nicht. So. Ja, ne? Ich habe heute meinen Kleckertag, ey.
So, was mich jetzt viel mehr noch interessiert, haben, lasse ich euch mal so dicht dran, ist das hier. Das soll, ist das jetzt ein Topcoat oder ist das, kann allein oder als Topcoat getragen werden? Wir tragen es mal auf. Ja, klumpt natürlich jetzt alles schön zusammen. Sieht man da was? Also abgesehen davon, dass das Zeug verklebt wie Sau. Ist ja schmierig. Sie landet überall. Ist aber jetzt auch glaubt. Ja doch, die sind ein bisschen grünlich. Naja. Ja. Finde ich das jetzt schön? Ich weiß es nicht. Das ist zumindest kein Ergebnis, was ich mir wünsche. So, jetzt hole ich mir doch meine... Hier, das ist diese Kiste. Guck mal, ob ich da noch was retten kann. Mit meiner geliebten Mascara hier. Das ist auf jeden Fall kein Ergebnis, ja, was ich brauche. Irisierende Pigmente wären für mich irisierende Pigmente. Gut, das ist einfach nur Türkis. So. Wie wir beim Nageldesign sagen, nicht mehr Jungfrau blau, sondern dieses quasi, dieses Peacock, dieses Pfauenblau. So sieht das eher aus. Wer es mag, okay, ist aber sehr flüssig, sehr schmierig. Ich mag es nicht. Das war jetzt nichts. Wie gesagt, das hier muss man einfach mal ausprobieren, wie man die findet. Es ist irgendeine Mascara. Mich reizt hier eher das Design. Darum für mich jetzt kein schlechtes Produkt. Das Fixing Spray fühlt sich gut an. Die Foundation fühlt man im Grunde genommen gar nicht auf der Haut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, dieses, wie gesagt, das Spray ist halt auch Geschmackssache. Eine Sache haben wir jetzt noch, und zwar diesen Lippenstift. Bitte lasst es doch jetzt irgendwas geben, ja, was mich jetzt hier vom Hocker reißt, weil außer der Foundation und dem Puder und das Fixing Spray vielleicht, okay, hat mich jetzt hier nicht sonderlich viel überzeugt. Leider Gottes. Mascaras auch nicht. Was ist das? Metal Marker. Metallische Töne, Farbeffekt auf die Lippen. Der weiche Applikatorspitze ist sanft zu den Lippen und passt sich optimal an die individuelle Lippenform an. Konturen scharf oder großflächig. Okay. Oh. Ja. Das ist, ich habe ihn mir in nur einer Farbe gekauft, weil... Wow. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Das sieht gut aus. Was mich immer stört, ist, dass ich immer nicht weiß, macht diese Mine das Produkt, benutzt das bis zum Schluss, oder trocknet es vorher aus und wie lange hält es? Aber
Es klebt nicht. Es ist instant trocken. Weil sonst, ich hasse das, wenn auch diese Liquid Lipsticks, selbst wenn die schnell trocknend sind und Wasser, also abnutzfest sind. Aber das macht gar nichts. Du merkst es nicht. Es ist wie einpigmentiert. Das ist gut. Das hat mich überzeugt. Kaufe ich mir in anderen Farben nach. Definitiv, weil cool. Richtig, richtig cool. Auch die Farbe pink ist, ja, ich war übers Internet, ich dachte eher, es wäre so ein Mauve-Ton. Es ist sehr pink. Es ist aber nicht schlimm. Also, stört mich jetzt nicht. Ja. Also, sagen wir es mal so. Fangen wir mit den positiven Sachen an. Das ist ein Top-Produkt. Der 183 Days Trended Up Metal Marker. Der ist top. Fixing Spray muss ich über einen längeren Zeitraum testen, aber riecht super, finde ich niedlich. Gefällt mir. Puder, schön. Hat wunderbar die Augenpartie gesettet. Dass das jetzt hier ein bisschen reinrutscht, schiebe ich mal auf die Foundation. Der hinterlässt dabei ein super gutes Gefühl auf der Haut und mattiert wirklich. Die Mascaras, Geschmackssache, die braucht man nicht. Also ich nicht. Ich brauche kein Mermaid-Dings. Dachte, es sieht anders aus, das ist der Punkt. Kann man machen, wie jede andere Mascara auch, testen, ob sie auf Z abfärbt. Hier oben, sie färbt jetzt eigentlich schon ab. Muss man ausprobieren, ist halt eine Mascara. Foundation. Denkt dran. Ich sag's immer, ich bin hell, aber nicht weiß. Ich habe 20 und 30 genommen und habe jetzt mit der 30 gearbeitet. Bis auf unterm Auge, da habe ich die 20 genommen. Auch wenn ihr sehr, sehr hell seid, fangt erst bei 20 an. Selbst 20 wird noch zu hell sein. Weil ihr seht an der 30 bei mir, dass das jetzt eigentlich genau mein Ton ist. 10 wird zu hell sein oder ihr nehmt es als Concealer. Finde ich aber aktuell gut. Sitzt nicht in den Linien, betont nicht das Porenbild. Deckt gut. To Powder konnte ich jetzt nicht feststellen. Ich habe es halt gesettet. Tolles To-Go-Produkt, sage ich mal, für die Handtasche vielleicht oder für einen Urlaub. Nimmt nicht viel Platz weg. Es sind aber nur 6 Gramm drin, also ausprobieren, wie lange das Ding hält. Das ist die Frage. Ich werde mir eine Strichliste machen, wie viele Anwendungen ich jetzt damit machen konnte. Um mal nachzuvollziehen, wie viel. Und was noch? Ja. Also wer Probleme hat beim Lidstrich ziehen, ja, der braucht sich den erst gar nicht zulegen. Ich bin vielleicht in der Lage, den irgendwann vernünftig zu benutzen, aber noch nicht mal ich kann es. Tolles Dekoteil, vielleicht auch für was anderes geeignet, aber nicht zum Lidstrich ziehen. Idee. Super, Marketing-Idee, top, Design, top. Inhalt war nicht festzustellen, obwohl ich sehr hell bin auf meiner Haut. Inhalt sichtbar. Wenn ich es auf den Pinsel sprühen muss, um es gezielt aufzutragen, kann ich auch gleich einen Highlighter aus der Dose nehmen. Also aus einer normalen Puderdose. Ja, die Idee wäre ja gewesen, das wirklich aufzusprühen, aber es ist mal halt ein neues Design. Der Umwelt zuliebe würde ich es nicht kaufen, aber das Design ist top und für mich wäre das eher was für den Körper. Wie gesagt, das ist das mit dem Rosé-Gold, wenn ihr das im Laden seht, ich weiß nicht, wie es andere aussieht, ob das jetzt die hellere Farbe ist oder schon die dunklere, ich glaube, es war die hellere, ist auf meiner Haut nicht zu sehen. Ja, brauche ich nicht benutzen, kann ich als Setting Spray nehmen, weil es sehr gut trocknet. Das war es aber auch. Noch was? Nein! Das waren die Produkte. Der Lippenstift ist echt top. Finde ich richtig super. Auch nichts zu sehen.
Also er darf mit nichts in Kontakt kommen. Das war jetzt nur Kaffee. Na gut. Trotzdem ist die Farbe schön. Und sieht cool aus. Und fühlt sich gut an. Muss man halt einmal mehr nachschminken. Ist aber auch bei dem Lippenstift in dieser Preiskategorie von mir jetzt ist kein Kriterium. Somit konnte ich euch das neue Trended Up System, ja. Das neue Trended Up Sortiment vorstellen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Hoffe. Es werden ja nun alle 183 Tage soll dieses Sortiment ja erneuert werden. Darum auch der Name. Ich bin gespannt, was für Produkte kommen. Ich werde mir nicht jedes Mal das gesamte Sortiment zulegen. Das wohl nicht. Interessiert bin ich ja meistens an Foundations. Schlagt ihr mir doch durchaus nochmal Foundations vor, die ich vielleicht noch nicht getestet habe, die ihr gerne sehen möchtet. Guckt dazu vorher in meine Foundation Playlist. Da seht ihr, welche ich schon getestet habe. Es sind nämlich eine ganze Menge. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Produkte verschaffen und sage das, was ich immer sage. And you know, thanks for watching. Bye bye. Bis zu meinem nächsten Make-up-Test. Und das hier, wie gesagt, wirklich, wirklich mal ausprobieren.